einen saftigen Hamburger noch viel, viel mehr. Und den werde ich auch gleich bekommen. Ich habe mich extra an das Buch gegen ein Hamburger-Kochbuch ausgetauscht. Schau mal, mein Kleiner, was ich dir mitgebracht habe. Wow, ein Vergrößerungsglas für einen Ameisenforscher. Falsch. Ja, halt, warte. Jetzt weiß ich, was ist. Ein Sommerhut für die Truhe. Nein, schon wieder falsch. Ja, was denn? Druidenbart und dicker Bürger aus Hugo wird ein Burger. Na, weißt du jetzt, wofür das ist? Ich will kein Hamburger. Ich wollte essen, aber ich will doch keiner werden. Oh, sag bloß, dass dir deine Frischhaltebox nicht gefällt. Nein, ich will ja raus aus diesem Schneewittchensack. Los, lass mich raus. Los. Ich kann dich leider nicht hören. So. Hallo, Exanerlein, kannst du mich hören? Nein, kann ich nicht. Ja gut, dann kann ich endlich mal zugeben, wie umwerfend schön und wie aufregend intelligent ich dich finde. Oh, du findest also wirklich, dass ich umwerfend schön bin? Ja, und aufregend intelligent nicht zu vergessen. Naja, dann will ich ja noch mal Gnade vor Recht walten lassen. Gottchen. Ja. Oh. Und damit du siehst, Boom. Wie großzügig ich bin, darfst du jetzt auch noch ein Spielchen spielen gehen. Ja, klasse. Oh, komm, gerade noch mal gut gegangen. Hamburg zu sein macht wirklich gar keinen Spaß, ein alter Matschburger. Hallo, Johanna. Hallo. Grüß dich. Isst du auch so gerne Hamburger? Ja. Ja, die schmecken schon mal ganz gut, wenn die richtig schön frisch und heiß sind. Ja. Ne? Hast du denn irgendwas, was du so total gerne mal machen möchtest? Ich fahre ganz gerne mit ferngesteuerten Autos, spiele Tennis und Volleyball. Tennis? Wow! Guckst du denn gerade immer Tennis? Ich glaube, dieser Boris Becker, der spielt da ja irgendwo rum, ne? Naja, nicht immer. Ach, nicht immer, aber immer öfter. Wie ist das? Du möchtest gern ein ferngesteuertes Auto haben? Ja, ich habe nämlich keins, aber ich fahre ganz gerne damit. Ach, wie groß ist denn so ein Auto? Aua, hör auf, Hexana. Wie groß ist denn so ein Auto? So ganz groß wie die normalen Autos, nur ferngesteuert? Nein. Das sind halt so Spielzeugautos. Ach so, ich dachte, du nimmst den Wagen vom Papa und willst ihn fernsteuern oder so. Hätte ja auch sein können. Du, Johanna. Ja? Jetzt kannst du sozusagen mich gleich mal ein bisschen fernsteuern. Und zwar durchs nächste Spiel durch. Ja. Wir beide gehen mich zusammen aufs Skateboard. Oh, Mann, ja. Guck mal da. Linke Auge heißt 4, rechte Auge heißt 6. Ist ja bei dem alten Totenschädel, ne? Ja. Das war mein Ex-Freund von der Hexana. So, pass auf, denk dran, schön die Säckchen einpacken und immer schön ausweichen vor den Steinen und dem Biber und so, ne? Kennst du das Spiel? Schön schnell drücken. Hexane, meine Liebe, man redet nicht mit vollem Mund, das sollte selbst so eine alte Hexe wissen. Ja. Entschuldigung. Denk an deine Figur, wenn du sie gefunden hast. So, los, spielen! Ja, los geht's, Johanna. Hopp, auf! Ja, in Steine, Eich, Gottchen! Hallo, Hannelore. Ja, Silvia. Pass auf! Ja! Ja, Gottchen! Weg! Pops! Pass auf, der Biber! Ja, klasse, Punkte! Denk dran, immer schön schnell drücken! Drück! Link, schön aufdrücken! Pass auf, weg, da kommt Stein! Gottchen, den hat er wieder die Hexane hingelegt! Hopsala! Ja, die ist ja auch schon steinalt, ne? Pro 1000 Jahre hat da einen Stein hingelegt. Muss man zusammen addieren. Einmal isst sie auch Steine. Sei still. Bier! Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst mit vollem Mund reden. Oh, ja, was? Dann stecken wir dir wieder Mäuse in den Mund. Du musst eine Sprachübung machen. So, Johanna, pass auf. Weiter! Ja, klasse. Pass auf, der Biber. Musik! Ach Gott, die Johanna ist schon ganz schön spannend, ne? Ja. Rauf, drück schön. Mhm. Ui, ich glaube, Johanna. Hallöchen. Hey. Wo sind wir denn da? Am Ziel. Ja, genau, Johanna. Juhu, klasse, wir sind im Ziel angekommen. Hier ist der Punktestand. Ich werde der Hexana nachher mal verraten, wie viele Kalorien die sich da nicht reinhauen. Hey, goldener Sack, Wahnsinn. Wow! Juhu! Johanna, nur 900 Punkte, es gibt einen mega tollen Preis! Dieser kuschelige, bärige Gesell ist für Groß und Klein genau das Richtige. Er ist ein Freund fürs Leben, ein ständiger Begleiter, der dir immer zuhört und dem du alles erzählen kannst.
Also pass mal auf, Bärchen. Und er kann eigentlich voll quatschen. Ist der nicht cool? Ja, bin ich. Wahnsinn. Ja, stark ist der zum Rumknuddeln und so. Im Gegensatz zu dir quatscht da auch nicht so viel. Entweder hast du keine Zähne drin oder Mund voll. Keine Ahnung. Johanna, hier ist die Schatzkammer. Ja. Für Hexana müssen wir nämlich mal zwei Wagen kaufen. Eine reicht nicht mehr. Rück, jetzt. Ja, die zwei. Da ist der Schlüssel. Mal gucken, ob der passt. Oh, naja, immerhin. Johanna, 900 Punkte geblieben. Hä? Ja, da geht uns ein Licht auf. Wahnsinn. Aber einen tollen Preis hast du gekriegt. Wollen wir doch gleich mal gucken, ja, wo du auf der Highscore-Liste stehst. Da, guck mal. Ja. Position 2. Stark, ne? Ja. Mal gucken, was noch alles passiert. Du weißt ja, am Ende rufen wir dann ja an, ne? Mhm. Wenn Position 1 nicht da ist und du immer noch auf 2 bist, dann rufe ich dich auch wieder an, Johanna. Ja. Was machst du heute noch Schönes? Verabschiede mich mit einer Freundin. Klasse. Dann wünsche ich noch viel Spaß in Berlin. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Bis nachher vielleicht. Ja. Wir können weiter anrufen, ne? Ist klar. 01373235. Ach, weißt du, die ist rumgefurcht. Das kannst du dir auch bald mal schenken dahin, ne? Du schmatz mal ordentlich weiter, hm? Kannst du gleich die ganze Dose reinkriechen? Kannst ja, du den Deckel drauf machen? Gleich. Ja, mach doch mal. Passt du gar nicht rein. Bist viel zu dick. Ha, ha.